Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück beim Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und dem Reselling. Und heute nochmal ein kleines Haul-Video. Ich hatte ja schon ein Video gerade gemacht gehabt. Ich weiß, die interessieren euch immer. Diesmal im letzten Video und in diesem Video ging es so um meine private Sammlung. Ihr wisst ja, wie man auch unschwer erkennen kann, sammle ich sowohl die Ideas-Reihe hier oben und auch die Brickhead-Reihe. Und teilweise ist hier noch ein bisschen anderes Zeug dabei, aber das ist dann für den Verkauf. Und ja, ich hatte, wie gesagt, die Ideaset vorgestellt, die ich mir geholt habe. Aufgrund der anstehenden Preiserhöhung hatte ich da nochmal vorher zugeschlagen, bis auf ein Set, was mir fehlte, wo es aber keinen Rabatt gab und die Preiserhöhung jetzt im Vergleich nicht so hoch ist, als dass ich jetzt hätte zuschlagen müssen. Und da warte ich lieber auf ein besseres GWP oder einen besseren Rabatt und komme dann auf einen ähnlichen Preis. Und heute soll es dann dementsprechend um die Brickheads gehen, die ich mir geholt habe. Hier allerdings ist es so, dass es sich nicht um Preiserhöhungen handelt, sondern um Sets, die mir noch gefehlt haben, die tatsächlich dieses Jahr End of Life gehen. Und ich sage gleich dazu, ich habe immer noch nicht alle bekommen, denn ein, zwei sind weiterhin nicht verfügbar. Wenn es so weitergeht bis zum Ende des Jahres, werde ich wahrscheinlich nicht umhinkommen, mir auf dem Zweitmarkt die zu holen. Aber schauen wir mal. Und von daher, lasst uns starten mit dem Video. Vier Sets stelle ich euch hier vor. Die ersten beiden Sets, die ich euch vorstellen möchte, jetzt muss ich mal kurz gucken, welches hiervon von der Nummer her die geringeren sind. Die sind hier. Hier stehen nicht mal. Doch, hier stehen die Kois vom Pets. Ja, eine Serie, die sich immer hinter mir hier verbindet, versteckt. Ihr seht es hier einmal die Kois und dann passend dazu dann auch hier die Pudels. Ja, die beiden Sets jeweils 14,99 gehören wie gesagt zur Pets-Reihe, eine Reihe, die ja erst im letzten Jahr rausgekommen ist, die ja immer von der Konstellation her immer ja, einen größeren und einen kleineren, in dem Fall einen großen Fisch, einen Babyfisch und Hunde und so weiter und so fort hat. Und ich muss sagen, ich bin da ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, weil die wurden auch echt rausgeschmissen und es kamen so viele davon. Unter anderem hatte Brickheads war immer so für mich so die Thematik super Einsteigersets, die natürlich jetzt nicht großartig zum Spielen sind, sondern zum Mimmstellen, aber so vom Preis her kann man immer mal mitnehmen. Und es gibt auch interessantere Lizenzen, wie man hinten sieht. Jetzt nicht unbedingt die Spice Girls. Und das war irgendwie so, ja, okay, wir machen jetzt mal hier kleine Tiere und hauen davon 20 Stück raus. Und das fand ich irgendwie nicht so doll. Und bei diesen beiden Sets, die tatsächlich auch erst rauskamen vor knappem Monat, sieht man dann eben auch meiner Meinung nach, dass anscheinend diese Reihe vielleicht ausläuft. Also 4, 5 Monate Laufzeit nur, spricht für mich so ein bisschen dafür, dass praktisch die Entwürfe da lagen, die umgesetzt wurden und jetzt beendet man eben diese Reihe. Ich hoffe es so ein Stück weit. Allerdings muss ich sagen, aus reiner Reselling-Sicht sehe ich den Wert nicht so hoch, weil es jetzt irgendwie keine großartige Lizenz ist. Mal sind sie ein bisschen besser, mal sind sie ein bisschen schlechter umgesetzt. Das ist natürlich Geschmackssache. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass natürlich diejenigen, die diese Reihe innerhalb der Brickheads sammeln, da das doch durchaus ein ganz gutes Angebot sein kann. Und wenn man sich da, keine Anlage oder Kaufberatung, auf diese spezialisieren wollen würde oder da so ein bisschen spekulieren möchte, dann ist natürlich gerade die mit einer extrem kurzen Laufzeit ein gefundenes Fressen, weil die Chance ist dann hoch, dass die eben irgendwie verpasst wurden. Und das Zweite, was immer schön ist, gerade bei diesen kleinen Sets, ihr wisst es, mein altes Thema, gerade mit den weiter erhöhten Preisen bei DHL und Co., ist natürlich immer, wenn ihr ein so ein Set verschickt, ihr bekommt es vielleicht etwas günstiger, Brickheads aber auch schwierig günstiger zu bekommen.
Also ihr bekommt das Set für 15 Euro rund, wollt es für 20 verkaufen, mal abgesehen von den Gebühren, und dann verschickt ihr es für 6 Euro. Also das heißt nochmal 25% obendrauf, mehr als 25% obendrauf nur für die Verpackung. Da fehlt immer so ein bisschen das Verhältnis, als wenn ich jetzt ein 200-Euro-Set auch für 6 Euro verschicke. Ihr versteht, was ich meine. Das könnte man natürlich insofern bei diesen Sets umgehen, indem man gleich sagt, man macht hier Bundles und verschickt gleich zwei, drei mit, weil die passen alle dann trotzdem in die Verpackung rein und das Gewicht wird auch nicht überschritten. Von daher könnte das eine Option sein. Wir wollen ja einmal positiv denken und Möglichkeiten ausloten und das ist es dann eben dementsprechend. Ja, dann gab es auch in diesem Jahr von Toy Story zwei Sets und das eine Set hab ich noch nicht bekommen. Geht allerdings auch nicht End of Life. Das ist hier der Cowboy und die Prinzessin da oder Porzellinchen oder wie sie heißt. Aber Buzz Lightyear für 9,99, der geht. Ja, hier sieht man auch noch die anderen beiden als einer Set. Das Set geht End of Life und Toy Story war dann schon etwas außerhalb meiner Kindheit. Nichtsdestotrotz ist mir natürlich die Figur bekannt, die Serie, beziehungsweise ich glaube sogar eine Serie war es dann später. Aber die Filme, die Animationsfilme habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich mir jetzt geholt. Die anderen beiden habe ich noch nicht. Kommt dann aber dann auch dementsprechend in meine Sammlung, wenn es dann soweit ist. Und dann haben wir als teuerstes Set der Reihe auch das eine neue Lizenz, nämlich die Looney Tunes für 1999 hier Wile E. Coyote und Roadrunner. Auch ein Set, was dieses Jahr dann schon wieder End of Life geht. Ja, wenn ihr mich jetzt fragt, da kann man natürlich nicht reingucken, warum jetzt, also ist es eine kürzere Lizenz, ist es nicht so gut gelaufen, warum wird es so früh eingestellt, kann ich euch leider nicht sagen. Für mich war es eben nur wichtig, hier dieses Set eben zu holen für meine private Sammlung. Ganz kurz vielleicht, das waren eben auch die Sets und das Video muss ja nicht so lang sein, aber ganz kurz. Für mich sind alle diese Sets nicht unbedingt ein Kauf auf Grundlage von Reselling End of Life. Dafür habe ich jetzt auch so ein bisschen die Erfahrung gesammelt. Es ist ein schönes Sammelthema. Ich glaube auch durchaus, dass es als Investitionssammlungsthema vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem oder im nächsten Jahr, aber wenn man das 5, 6 Jahre liegen lässt, durchaus eine gute Rendite abwerfen kann. Bezüglich der End-of-Life-Thematik bei Brickheads habe ich einfach gemerkt, dass es gibt so eine Untergrenze, hat natürlich auch mit dem schon erwähnten Verpackungs- oder Versandproblematik zu tun. Die macht mir einfach nicht so viel Spaß. Dafür habe ich nicht als Mittel- oder kleiner Händler nicht die genötigen Rabatte bei DHL. Dafür ist prozentual vielleicht das ähnlich, die Gewinnmarge, aber absolut natürlich nicht. Wobei natürlich die Verpackung als solches die gleiche Zeiteinheit kostet. Und von daher habe ich mich da so ein bisschen verabschiedet. In Bundles kann man das immer noch mal machen, aus meiner Sicht. Und wie gesagt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wie ich das für mich umsetze. Ich habe eben gemerkt, dass so Sets ab 30 Euro sind jetzt das, worauf ich mich dann eher spezialisiere, zumal. Man sieht es ja auch vor allem an den Speed Champions, das sind immer irgendwie so die Einsteiger-Sets gewesen. Ich meine, das Thema ist jetzt auch, hat sich langsam runtergekocht. Die das nicht so mit viel Leidenschaft betrieben haben, sind auch aus dem Markt gewischt worden. Ist halt immer so, ne? Wenn es gut läuft, springen alle darauf. Wenn es schlecht läuft, dann bleibt, ne? Bei der Apple sieht man, wer noch mit Badehose dasteht sozusagen. Und von daher ist es alles etwas entspannter geworden. Nichtsdestotrotz sieht man natürlich auch immer noch Warenbestände, Überhang von Sets, die extrem gut sind, aber die dann irgendwie gefühlt auch jeder Händler oder privater Nichthändler sich geholt hat. Ne? Immer mein Beispiel hier mit der Armory von Iron Man. Und gerade bei diesen kleinen Sets, das sind immer so diese Einsteiger-Sets, davon kann man sich mehrere Stückzahlen holen. Das ist ein guter Einstieg, aber dementsprechend für mich natürlich auch nicht so interessant.
Und auch in absoluten Zahlen natürlich dann nicht so interessant. Und was dazu natürlich noch kommt, gerade bei den Brickheads, ist, dass man die eben nicht mit Rabatten bekommt, ne? Das heißt, man muss immer über den Shop gehen, man muss immer irgendwie mit GWP, mit VIP-Punkten und von daher, ihr wisst letztendlich, der Gewinn liegt im Einkauf und dementsprechend kann man das da halt auch nicht so gut umsetzen. Das nur noch mal kurz meine Gedanken dazu. Ich hoffe, so konnte ich noch mal das ein bisschen auflockern und nicht, euch nicht nur, was ich gekauft habe, zeigen, sondern wie meine Gedanken dazu sind aus Sammlersicht und als Händlersicht und Investorsicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Euer Markus. Ciao.